Ladies and Gentlemen, viele von euch kennen sie und manche denken, es ist das Schönste, was es gibt. Ich rede natürlich nicht von Scarilla, sondern von diesen Dingern im Hintergrund. Das sind Obelisken und warum die schön sind und was ihr damit machen könnt, das zeige ich euch im heutigen Guide. Ihr werdet lernen, wie ihr schnell auf der Karte hin und her teleportieren könnt, ohne irgendetwas wie Magie nutzen zu müssen. Beziehungsweise keine gelernte Magie, aber dazu in einem anderen Guide mehr. Zauberer Guide, auch auf meinem Kanal. Ansonsten, ich hoffe, ihr lernt was. Und falls ihr es schon wusstet, könnt ihr ja trotzdem noch mal bis zum Ende gucken. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auf Patreon findet ihr in Zukunft detailliertere Videos. Jetzt kommen wir aber direkt zum Geschäft. Also, wie bereits erwähnt, das sind Obelisken. Die findet ihr im Land der Verbannten an einigen Stellen. Nicht unendlich viele und leider auch nicht platzierbar, aber das sind Obelisken. Wenn ihr da hingeht, steht der Armband einstellen. Jetzt drückt DE. Und der Obelisk ist eingestellt. Was heißt das für euch? Gar nichts erstmal zu diesem Zeitpunkt. Noch könnt ihr absolut nichts damit anfangen. Wo ihr die Obelisken auf der Karte findet, das werde ich euch jetzt gleich einblenden. Wenn ihr die Obelisken gelernt habt, dann habt ihr erstmal nichts davon. Ihr benötigt nämlich noch etwas ganz Bestimmtes. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Um das volle Potenzial des Obelisken nutzen zu können, benötigt ihr nämlich den hier. Das ist ein Kartenraum, okay? Wenn ihr den Kartenraum nämlich habt, dann habt ihr manche Punkte, wo hier steht, Armreif nicht eingestellt. Aber wenn ihr meinem Guide gerade gefolgt seid, sprich der Karte, dann habt ihr alle eingestellt. Wenn ihr einen eingestellt habt, wie zum Beispiel oben in den Norden, dann könnt ihr euch jetzt hier vom Kartenraum aus teleportieren. Ihr geht einfach hin, klickt E und wartet. So, und jetzt seid ihr an dem von euch eingestellten Obelisken angekommen. In dem Fall ist das der hier oben beim Frosttempel. Coole Sache, so könnt ihr euch schnell über die ganze Karte bewegen. Und das Beste ist, es funktioniert auch mit Schätzen. Wenn ihr Schätze tragt und zu einem Kartenraum-Teleporter geht, könnt ihr euch zu einem Obelisken teleportieren, ohne dass der Schatz fallen gelassen wird. Ziemlich wichtig, gerade wenn ihr zum Beispiel häufiger hier lootet und eure Basis irgendwo hier ist. So, mein Tipp ist jetzt allerdings folgender. Ich zeige euch gleich, woher ihr den Kartenraum bekommt, aber wenn ihr einen Kartenraum habt, dann geht immer in die Nähe eines Obelisken, egal wo auf der Map, und baut euch irgendwo in die Nähe dort einen Kartenraum hin. Braucht einiges an Platz dafür, also baut euch am besten eine Foundation, zumindest wenn der Boden sehr uneben ist wie hier oben. Und den Rest macht, wie ihr möchtet. So, wenn ihr nämlich jetzt hier in der Nähe eines Obelisken jeweils so etwas hinstellt, dann habt ihr quasi die Möglichkeit, über die ganze Map zu teleportieren, wie ihr gerade Bock habt. Hier zum Beispiel geht es, glaube ich, nach Klaels Festung, wenn ich ganz vertue. Die Karte ist relativ präzise, also ihr findet euch normalerweise schnell zurecht. Nein, hier geht es in die Stadt, tut mir leid. Auf jeden Fall, hier geht es zu den Archiven. Guckt einfach, wo ich euch auf der Map gezeigt habe, wo die sind, die jeweiligen Obelisken, und baut in der Nähe einen Kartenraum. Aber wir sind hier schon mal an der richtigen Stelle, denn um den Kartenraum zu bekommen, müsst ihr nämlich hier in die vernamenlose Stadt. Das ist dann bei 6D und dort oben findet ihr die Archive. Dort in den Archiven angekommen, geht ihr einfach ganz nach unten. Keine Angst, euch erwarten nur ein paar Kisten und dieser lustige Geist. Und das ist, was ihr machen möchtet. Hier seht ihr auch schon den Kartenraum. Diesen könnt ihr allerdings nicht nutzen. Deswegen hätte ich es irgendwie cool gefunden, wenn hier eine Glasscheibe drüber gewesen wäre. Und jetzt geht ihr einfach zum Archivar, sprecht ihn an und lernt Kartograf. Das Einzige, was ihr jetzt noch wissen müsst, ist, wie viel kostet das? Das hier kostet 200 von den Steinen, dann Eisenverstärkung 35, dann alchemistische Grundsubstanzen und Kristalle. Well, wo ihr das alles herkriegt, dazu findet ihr Guides auf meinem Kanal. Aber ich kann euch auch mal in ganz kurzer Version etwas zeigen. Kristalle, da ist eine ziemlich gute Höhle. Die gibt es aber noch an so vielen anderen Stellen. Aber hier ist eine ziemlich gute Höhle, wenn ihr schnell Kristalle braucht und wie ich zufälligerweise hier die Base habt. Sorgen, woher ihr die anderen Zutaten, woher ihr die anderen Sachen bekommt. Für die Zutaten, wenn ihr Kartograf lernt, lernt ihr auch den verderbten Stein. Ihr müsst also zu einer Alchemistenwerkbank gehen, guckt euch verderbter Stein an. Ihr braucht Wundsekrete, Dämonenblut und Steine. Alchemistische Grundsubstanzen ganz leicht, Silber und Gold und Wundsekret wieder. Wundsekret erneut von Insekten. Silber und Gold habe ich einen Guide auf dem Kanal, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da gibt es auch ein paar schöne Orte, wo ihr das hier farmen könnt. Einer ist sogar in der Nähe unserer Base. Hier ist unsere Base immer. So, wenn ihr das also alles habt, Kristalle, alchemistische Grundsubstanzen, Eisenverstärkung und verderbte Steine, dann könnt ihr euch einen Kartenraum aufbauen. Wie ich das mache, habe ich euch gerade gezeigt. Ihr müsst übrigens nicht in der Nähe eines... Der Obelisk ist jetzt bei euch in der Nähe. Ihr kommt zum Obelisken an, ihr seid verderbt. Ihr geht in euer Häuschen und dort habt ihr einen kleinen Tänzer-Thrall, also einen Entertainer, damit die Verderbnis direkt wieder weg ist. Es sei denn, ihr wollt Zauber nutzen, dann braucht ihr die Verderbnis. So, genug geredet. Ihr wisst ja, woher ihr den Kartenraum bekommt. Hallo Sonja.
Ihr wisst auch, woher ihr jetzt die ganzen Obelisken bekommt, woher ihr sie einstellen könnt, und ich habe euch gezeigt, was für nützliche Fakten euch das bringt. Wenn ihr also schnell durch das Land der Verbannten reisen möchtet, ist das euer Guide. Alle anderen findet ihr in der Videobeschreibung, und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Valadoeris. Euer Wolf.